Willkommen zurück zu Karas Galadon und unserem lieben Hobbit, der hier Platz genommen hat auf seinem Lieblingsstuhl, nicht auf diesem unbequemen, seltsamen Elbenstuhl. Wir gehen gleich mal runter, weil das ist ja rückenmäßig überhaupt nicht auszuhalten. Wir werden heute mal ein bisschen gucken, was die Tauschhändler zu bieten haben, ob da irgendwas dabei ist für uns. Da sind ja doch einige da und dann mal gucken, ob wir hier vielleicht auch irgendwo weitere Quests finden. Wir haben jetzt ein paar so beliebige Quests gefunden, aber hier muss ja eigentlich noch ein bisschen mehr an Aufgaben da sein in Karas Galadon. Ansonsten wäre das aber sehr enttäuschend und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass da gar nichts mehr wäre. Erstmal gucken, was die Tauschhändler zu bieten haben und dann mal gucken, was Karas Galadon zu bieten hat. Das ist der Plan für heute. So, was mal schauen. Also, wir haben jetzt hier diese Silberzweige aus Lothlórien und können uns jetzt hier erstmal eine Musik holen. Erbsengrün, das ist natürlich typisch elbisch wieder mal. Ach, das ist ja furchtbar. Kriegsstandarte aus Lothlórien, Lampe Lothlóriens. Also wir haben 98, das ist gar nicht mal so viel Silberzweige. Statue aus Lothlórien, die hört sich aber groß an. Beweglicher Hofgarten, okay, Gartentor Lothlóriens. Da könnte man vielleicht mal ein bisschen was mitnehmen. Ein Wappen. Rezepte noch dazu. Was ist das hier? Hintergrund, Umgebung, Lothlórien. Ist das das gleiche wie die Wandfarbe? Nee. Hintergrundumgebung, okay. Lothlórien, das Schattenbachtal und Galadriels Garten. Wow, okay. Für einen Hobbit ist hier schon mal nichts dabei. Also dich, liebe Orelet, werden wir wahrscheinlich nicht nochmal besuchen. Ganeldur. Oh, der verlangt jetzt sogar schon goldene Blätter. Wir haben 21 goldene Blätter. Ah, jetzt fehlt uns aber noch der letzte Rufrang. Mal gucken, ob wir nochmal wiederkommen. Versammlungshörner, Leitfäden zum Überleben. Laufgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Klamotten. Maximale Stufe 70, minimale Stufe 60. Wir sind aktuell, wow, 90. Na gut. Das hat sich schon mal erledigt. Lauter Ohrringe, Manschetten, aber nichts, was wir hier aktuell gebrauchen können. Tut mir leid, lieber Gandeldur, auch du hast nur Mist. Das Auge des dunklen Herrschers wendet dann sich der Isildur, der seinen Namen hier wohl am Isildur angelehnt hat, der Lump. Schneider ist nicht unser Beruf. Fortgeschrittene Taktiken kennen wir schon. Verbandspäckchen, da haben wir ja gesagt, da wollen wir vielleicht mal wieder herkommen und uns die hier holen, die Verbandspäckchen. Also das wäre was, ob ich das dann noch mache, sei mal dahingestellt. Da kann man noch Zweige umwandeln und Blätter umwandeln. Okay. Tauschhändler Nellil. Gebt Obacht. Orks aus den Bergen treiben ihr Unwesen. Bücher über die Flora und Fauna. Zunderbüchsen. Was macht denn die Zunderbüchse? 2 Minuten. Ah, ein Lagerfeuer. Okay, brauchen wir nicht. Ring des goldenen Waldes. Wieder maximale Stufe 70 alles. Na gut, was will man erwarten? Wenn man schon sofort geschnitten ist, da ist ja gar nichts. Ich dachte, wenigstens ein, zwei Sachen wären dabei hier. Ruimbas. Ruimbas kann ich gar nicht anklicken. Was ist hier los? Seht ihr das? Die hat auch gar kein Klick-Icon. Ruimbas ist ein täuschender Tauschhändler offenbar, der hier nur vorgibt, Waren zu haben, aber in Wahrheit einfach nichts macht hier. Na gut. Sehr, sehr, sehr schade, dass wir nichts... Ich lasse mal die Sachen jetzt hier, die Einrichtungsgegenstände. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Händler, der eventuell unsere Silberzweige noch zu was Besserem tauschen kann. Und dann gehen wir mal wieder runter. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Diese Quest hier mit den Kistenstapeln, diese wiederholbare Quest hier, die müssen wir zum Eingang tragen. Na gut, dann machen wir das mal ganz kurz.
Sollte jetzt nicht allzu schwer werden, es sei denn, ich falle hier gleich in den unverdienten Tod. Dann bringen wir mal die Sachen kurz rüber und dann, wenn keine Folgequest kommt, werden wir uns mal auf den Weg, Achtung, enge Stelle hier, dann werden wir uns mal auf den Weg machen und querfeldein durch das Elbenreich reiten. In der Hoffnung, dass wir irgendwo noch so einen kleinen Hub oder so finden, der uns noch die ein oder andere Quest hier in dieser Stadt bieten kann. So, kurze Orientierungspause. Wir müssen... Sind hier irgendwo rechts abgebogen, oder? Also theoretisch könnte ja überall, wo diese Treppen nach oben gehen, könnte ja überall irgendwas sein. Wir werden jetzt nicht jedes Fleet entsprechend betreten. Aber vielleicht mal dort, wo der Stallmeister ist, einfach mal gucken. So, ich danke euch für die Vorräte. Jawohl, sehr gern. Was führt euch nach Lothlorien? Wunderbar. Hat uns nochmal Silberzweige und Ruf gebracht. Sicher, haben wir eigentlich dich schon angeguckt, liebe Tauschhändlerin? Ja. Ah, das war die mit den Verbandspäckchen hier. Na gut, aufgesetzt auf die Wildsau. Aufgesetzt auf die Wildsau. Und dann geht's jetzt erstmal hier rüber, hätte ich gesagt, zum Stallmeister Inneres Karas Galadon. Hier rein. Und wir schauen mal, ob da noch was zu finden ist. Wir reiten mal außen rum. Da ist auch schon nochmal eine Leiter hoch. Ne? Wie gesagt, überall könnte ein Questgeber stehen. Ich sehe gerade, hier ist zum Beispiel ein Ring über mir. Aber das muss dann... Ja, wobei... Wir gehen mal kurz hier hoch. Da bin ich ja gar nicht weit gekommen. Aber hier ist so ein Ring hier. Telain Glorilot entdeckt. Ja, wir könnten mal gucken, dass wir alle anderen auch entdecken. Wahrscheinlich für das Buch der Taten ganz relevant. Und da ist ein Ring. Guck. Ein Augenblick für Amroth. Herr Gilliporn und Herrin Galadriel regieren seit unzähligen Jahren in Lothlorien. Aber sie waren nicht die ersten Herrscher des Goldenen Waldes. Ihr könnt euch die Geschichte von Amroth und Nimrodl von anderen erzählen lassen. Doch solltet ihr wissen, dass es eine traurige Geschichte ist und nicht so endet, wie ihr es euch wünschen würdet. Amroth stach ohne seine Geliebte in See und kehrte nie mehr zurück. Doch jedes Jahr reise ich mit meiner Familie zu den runden Anlegestellen am Ufer des Flusses Celebrant, damit wir in die Ferne schauen können, um Amroth zu erblicken. Obwohl sein Schiff von Edelhond weit in Richtung Süden fuhr. Durch diesen Brauch fühlen wir uns unseren Vorfahren verbunden. Ich möchte, dass auch ihr dies erlebt. Nehmt euch einen Augenblick Zeit und gedenkt Amroths von Lorien Tollfuß, denn jene, die uns vorausgegangen sind, dürfen nicht vergessen werden. Die runden Anlegestände haben wir ja schon gefunden, ne? Das waren die hier unten. Ja, okay. Na gut, aufgesessen auf die Sau. Auf Borsti heißt er. Ich reite mal kurz hier rüber, ob das hier jetzt auch so ein neues Flötz ist, das wir dann wieder entdecken können. Nee, offenbar ist das ein zusammenhängendes. Nein, nicht absteigen. Dann gucke ich jetzt einfach mal, ob irgendwo noch so Ringe angezeigt werden, während wir hier durchreiten. Und dann werden wir dort mal den Leuten einen Besuch abstatten. So, hier oben müsste dann der Stallmeister kommen demnächst. Ich grüße euch. Okay. Galtreff. Moria. Rohan. Okay. Flettläufer. Ja, ich kann mich auch erinnern, stimmt, jetzt wo ich das mit dem Flettläufer sehe, ich kann mich auch erinnern, gab es da nicht die Quest, wo man relativ schnell von A nach B kommen musste? Da ist ein Ring. Wo man relativ schnell von A nach B kommen musste, so wettrennenmäßig. Sind sehr verteilt hier diese Quests.
Seid gegrüßt. Die Tore von Karas Galadon zu bewachen macht hungrig Tollfuß und ist allzu oft eine undankbare Aufgabe. Ich habe Lembas Päckchen vorbereitet, die ihr den Wachen an verschiedenen Toren der Stadt bringen sollt. Zu Lostirith am Tor zum Garten der Herrin Galadriel und zu Minatlang am Eingang der Stadt. Ich hoffe, die Lembas werden den Wachen neue Kraft geben und ihnen sagen, dass wir alle ihren Dienst schätzen. Sehr schön. Na gut, ich sammle erstmal die Quests ein, bevor wir da was machen. Dann gehen wir mal hier runter. Ein bisschen weiß ich noch was. Also so manche Spots hier kommen mir noch sehr bekannt vor. Na gut. Auf der Haben-Seite für diese Questsuche steht auf alle Fälle schon mal, dass es hell ist, dass es aktuell was ist. Vormittag sogar ist. Wow. Was für ein Glück. Hier ist noch jemand, dem Lindet. Die freien Völker rufen alle Verbündeten zusammen. Doch auch ja, ja. Mordor sammelt seine Kräfte. Ihr kanntet den grauen Pilger Tollfuß, nicht wahr? Aufgrund seiner zahlreichen Reisen trug er viele Namen. Doch wie in Lorien nannten ihn Misrandir. Vor kurzem kam die Nachricht, dass er in die Schatten Morias gefallen sei. Sein Weg ist nun beendet. Diese drei hinter mir singen ein Klagelied für ihn, doch auch damit lässt sich der Kummer nicht ausdrücken, den sein Ableben sogar in Lorien verursacht. Wir brauchen Zeit zur Trauer, aber unsere Zeit hier in Mittelerde ist zu knapp dafür. Wir werden unseren Schmerz mit über das Meer nehmen. Falls ihr Worte des Trostes habt, spart sie euch für Lostirith auf, der am Tor zum Garten der Herrin Galadriel wacht. Ihm geht der Untergang Mithrandis sehr zu Herzen und ich habe gehört, dass er sich deswegen merkwürdig verhält. Folgt dem Weg nach Süden und sprecht mit Lostirith. Da müssen wir ja sowieso hin, wenn mich nicht alles täuscht. Hier unten und hier rüber. Das trifft sich ja wunderbar gut. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch, um das Flötz zu triggern. Offenbar wird hier nichts getriggert. Ey, was ist denn das für... Wer ist denn hier der Gärtner, Leute? Wer ist denn hier der Gärtner, bitteschön? Seht ihr, da ist überall so ein Flatläufer. Und da gibt es irgendwo eine Quest. Hat der eine Quest jetzt für mich? Der muss unter mir sein. Da gibt es irgendwo eine Quest, die mich hier von Flötz zu Flötz schickt. Kuben, vielleicht ist das der sogar. Das lidlose Auge wendet sich gegen Lothlorien. Habt ihr kurz Zeit? Ich bin Pfeilmacher und meine Aufgabe ist es, Pfeile für die Köcher der Galadrim anzufertigen. Ich gehe jetzt dieser Tätigkeit schon viele Jahre nach und meine Pfeile haben für viele Orks den Tod bedeutet. Doch vor kurzem habe ich einen Pfeil hergestellt, der sich von den anderen unterscheidet. Mein Freund Fengris, mit dem ich das Handwerk des Pfeil- und Bogenmachens erlernte, wurde neulich von einer Gruppe Orks getötet, die aus dem Nebelgebirge herunterkam. Als der beißende Schmerz der Trauer etwas nachließ, machte ich mich daran, einen Pfeil von solcher Schärfe anzufertigen, dass es eine Marschreihe von Orks auf einmal töten könnte, wenn er von einem erstklassigen Bogen abgeschossen würde. Dieser Pfeil zum an Fengris könnte seiner Witwe Nurelet vielleicht ein klein wenig Trost spenden, bringt ihn ihr, damit sie sieht, dass die Orks für seinen Tod bezahlen werden. Sie hält sich auf dem Telain Glorelot auf, wo die Flets sich über die umgebende Hecke erstrecken. Ja gut, also da kommen ja doch einige Quests jetzt zusammen. Man muss nur suchen bei den Elben. Die verstecken immer alles hier. Die ersten Quests können wir hier vorne gleich mal abgeben dann. Hier vorne ist auch nochmal eine Leiter. Geht mal kurz hoch. Ist so doof, dass er immer vom Pferd absteigt, von der Sau absteigt, als könnte die Sau nicht Treppen steigen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Aber ansonsten relativ leere Flächen hier überall. So viele Leute sind hier gar nicht. Ah, da ist der Lustirit. Zwei Aufgaben für dich. Lembas, dankeschön. Ich werde mir dieses Lembas bei der langen Arbeit schmecken lassen. Sehr schön. Und Trauer um Misrandir. Misrandir hat uns allen so viel bedeutet, Tollfuß. Sein Ableben verursacht einen so starken Schmerz, wie ich ihn mir nie hätte vorstellen können. Aber es ist nicht die Trauer, die mich auf diese verwirrenden Gedanken bringt. Nein, es ist etwas anderes. Ein Traum, den ich in den letzten drei Nächten hatte und ich habe allen Grund zur Annahme, dass er sich diese Nacht wiederholen wird. Ich träumte, ich stand zwischen goldenen Blättern, hoch oben auf einem Flat. Als ich durch eine Lücke in den Bäumen starrte, sah ich im Nordosten einen großen Adler am Himmel und ich hörte die Stimme Misrandirs, konnte jedoch die Worte nicht verstehen. Hier in Karas Galadon gibt es einen solchen Ort, Tollfuß. Die Blätter wachsen dicht über den Rand eines der Flats der Telain Neduil, nordwestlich von hier. Stellt euch dorthin und schaut. Vielleicht seht ihr etwas von Misrandir. War das das, wo wir gerade eben waren? Das ist jetzt hier oben. Komm, wir reiten mal ganz kurz hoch. Das Ganze ist ja doch relativ kompakt hier. Sieht nur auf der Karte ein bisschen größer aus. Dann werden wir mal kurz in die Ferne gucken. Blicken. Einfach nur hier gucken. Nö, hier noch nicht. Findet das Flat, an dem das Blätterdach sich auf die Plattform erstreckt. Eventuell noch eine Ebene weiter hoch. Ah, hier. Wunderbar, wir gucken in die Ferne, wir sehen Blätter. Wer hätte das gedacht? Also ab und zu, ne, muss man schon ein bisschen an den Elben und ihrer Weisheit zweifeln. Lässt er mich einfach mal in ein Blätterdach gucken. Wie soll ich denn da irgendwas von Gandalf sehen? Nix sehe ich da. Nix, null. Hat er mich doch irgendwie jetzt hier, ne, hat er sich gedacht, da mache ich mir einen Spaß mit dem Hobbit. Der Loop. Ihr habt nichts gesehen? Nein, habe ich nicht, weil lauter Blätter waren. Es stimmt mich traurig, dies zu hören, doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass mein Traum eines Tages wahr wird. Ich werde jeden Tag selbst zum Telain Neduil gehen. Vielleicht sehe ich eines Tages, wie ein großer Adler Misrandir mit sich trägt. Ich danke euch, dass ihr mich in dieser Sache unterstützt habt, auch wenn sie euch vielleicht unnütz erscheint. Ein bisschen. Misrandir ist gefallen, doch er hat mich gelehrt, dass wir selbst in finsteren Zeiten die Hoffnung auf hellere Tage nicht aufgeben dürfen. Nehmt dies als Zeichen meiner Freundschaft. Okay, goldenes Blatt und Ruf erhöhen. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch verwandt zu werden. Dann, da war aber kurz mal Checkmoment hier. Da wäre ich ja fast hier runtergeplumpst. Den Garten hier, den kennen wir schon. Aus einer Zwischensequenz mit Galadriel. Wo wir hier standen, ne? Ansonsten nichts Interessantes, aber ein schöner Garten. Also gefällt mir wirklich ein bisschen überwuchert. Also da könnte man durchaus mal die Ränder etwas trimmen. Wo ging es jetzt hier hoch? Es sieht ein bisschen schmuddelig aus in diesem Garten, aber okay. Vielleicht ist das der Stil der Elben, man weiß es nicht. Rein grundsätzlich vom Aufbau her würde ich jetzt sagen, sieht schon ganz toll aus. Hätte ich auch gern diesen Garten. So, wir gehen hier runter. Wir reisen in der Ecke weiter. Ich gucke mal auf die Karte, ob noch irgendwo was zu sehen ist. Wir müssen mal ein bisschen dann uns mittig orientieren. Bevor wir das machen, reisen wir aber noch zum Eingang, weil dort noch eine Quest abzuschließen ist. Das müsste hier unten sein, oder? Ja. Willkommen, so, Lembas für die Tore. Vielen Dank für dieses Lembas. Manchmal vergehen die Stunden in Eintönigkeit. Die Lembas werden mir die Kraft geben, um meine Wache ohne Klage fortzusetzen. Schon echt kein schöner Job, oder? Da stehst du hier, guckst du hier immer auf diese
auf diese Bande hier vorne, die auch nur rumstehen. So richtig viel Action ist da jetzt aber nicht. Gut, dann werden wir mal ein bisschen... Ah, hier oben ist auch noch was. Das ist wahrscheinlich der Rachepfeil. Wir reiten jetzt mal ein bisschen querfeldein hier durch. Mittig durch. Schauen mal, ob wir noch irgendwo was sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles war jetzt. Das sind auf alle Fälle Schmiede oder Handwerksbereiche, oder? Ja. Aber das gehört alles, das gehört alles zu dem Hauptfletz. Er hat den D-Leiter gebaut. Ah, jetzt. Das sah kurzerhand mal so aus, als würde hier die Leiter einfach in der Luft aufhören. Wagemutige Elben hier. Ah, hier vorne ist noch was. Da ist doch noch was hier. Nembes. Werdet ihr den Galadrim beistehen? Wenn ihr mir bei einer einfachen Aufgabe helfen wollt, wäre ich euch sehr dankbar. Dieser Brunnen heißt Kelurlin. Sein Wasser ist erfrischend und belebend. Ich habe Krüge mit seinem kühlen Wasser gefüllt und würde es sehr schätzen, wenn ihr sie zu durstigen Elben an verschiedenen Orten in Karas Galadon bringen könntet. Nehmt einfach einen Krug von der Terrasse hier und bringt ihn zu einem durstigen Elben. Kommt danach zurück und holt euch einen weiteren Krug. Insgesamt sollt ihr an folgende drei Orte Krüge mit Wasser bringen. Zu den durstigen Elben unten, unter dem Telain Neduil, zum Fuß der Leiter, die zum Haus von Killiborn führt, und zu einem Treffen von Musikern nördlich von ihr. Wow. Hab ich richtig Bock darauf? Machen wir natürlich. Ich würde sagen, einen Krug transportieren wir jetzt noch. Und bringen den mal hier irgendwo hin. Sieht man denn, wo ich den hinbringen muss? Ganz rechts oben hier. Die Zeitlimits sind ja Gott sei Dank... Oh, über mir sind unglaublich viele Ringe. Wir müssen das mal im Auge behalten. Also beim Brunnen oder bei dem kleinen, bei der Wasserquelle, da ist richtig viel Ringzeug. So, hier ist der durstige Elb. Ja, wunderbar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir noch die restlichen Dinger verteilen. Oh, da kommt gerade ein Geschenk. Das seht ihr ja gleich, weil ich hier zu welcher frühen Morgenszeit ich hier aufnehme. Und dann werden wir uns mal noch die anderen Krüge holen und hier diese Ringe. Seht ihr das? Ich habe das Zelt der Gemeinschaft entdeckt und der Peregrin Tuck, der schläft natürlich wieder. Das werden wir uns alles dann anschauen, nachdem wir die anderen Quests gelöst haben.